Die sind da an der Palme aktiv. Die finden das ganz toll da an der Palme. Das sind diese kleinen Spatzen oder wie die heißen. Ich weiß ja nicht, ob das türkische Spatzen gibt. Wahrscheinlich. Jedenfalls diese kleinen Minivögel, die sind dann zu Haufen der Palme, ne? Aber das ist bestimmt der Grund, warum die hier alle vollkacken, nachts auch, weil die vom Hausdach dahin fliegen. Aber selbst wenn die Palme ab wäre, würden die auf dem Strommast sitzen, bestimmt. Vogelgezwitscher am 10. Dezember. Ich bin einmal rausgegangen, weil ich Reis kaufen möchte. Jetzt wird es doch nicht gleich anfangen zu regnen, ne, wo ich raus bin. Meine ganze Hose würde ich dann nass werden. Ich habe sie jetzt auch nicht reingeholt. Na, das wollen wir nicht hoffen. Also ich weiß noch nicht, ob ich runtergehe oder was ich mache. Ich bin jetzt einmal erstmal auf dem Weg und will eigentlich nur Reis kaufen. Ich habe aber echt Angst, dass es anfängt zu regnen und meine Wäsche wieder nass wird. Ne? Das sieht schon sehr bewölkt weiterhin aus. Naja. Ich muss ja das Hähnchen abkochen. Ich habe auch kein Futter mehr. Das heißt, also ich habe mal ein bisschen Fleisch, aber Reis und so ist alles alle. Geht mir wieder nicht so gut. Ich bin müde und habe Kopfschmerzen bisher, keine Ahnung, aber ja, ich will jetzt trotzdem noch mal ein bisschen mir die Beine vertreten und dann bin noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich runtergehen soll oder nicht. Mal schauen. Meer ist jedenfalls einladend schön. Ich habe jetzt mein Kaugummi genommen, weil Husten. Immer auf der Hut, dass es nicht anfängt zu regnen. Der Kaugummi ist, glaube ich, ein bisschen klein. Irgendwie schrumpfen die in meiner Handtasche und die Kaugummis hier werden auch so matschig, wenn man die in der Handtasche hat. Ich habe keine Ahnung warum. Gerade im Kinomodus, I'm sorry. Das ist mit allen Kaugummis, ne? Auch wenn ich die so auf der Fensterbank lasse, wird alles matschig. Naja, vielleicht hole ich mir nächstes Mal die Kaugummis, die man so in dieser Dose hat. Ne? Und da ist auch schon alles vor dem Weihnachtsbeleuchtung. Keine Hühner heute? Sag mal. Ich habe nur so eine Strickjacke an diesmal. Ich hatte erst überlegt, ob ich eine Jacke anziehen soll, aber ich dachte mir, nee, es ist so warm heute wieder. Das reicht, ist auch ausreichend. Ich gehe einfach ein bisschen hier spazieren. Runter gehe ich nicht, würde ich sagen, weil wenn es regnet, komme ich nicht so schnell wieder hoch. Da hinten sieht es schon recht dunkel aus. Bus steht immer noch da. Wahrscheinlich wohnt der Typ, der den Bus fährt, hier irgendwo. Weil ich habe gefragt, Bus fährt hier nicht ab. Mir jedenfalls die Frau vom
Kiosk erzählt, beziehungsweise von BIM. Und wo gehen wir jetzt bitte schön hin? Keine Ahnung. Wir lassen uns mal so treiben. Ich würde ja einmal zum Strand gehen, aber ich habe echt Angst, dass es regnet. Da hinten, ne? Lieber nicht, Leute. Lieber nicht. Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück. Und sonst habe ich ein Wäscheproblem wieder. Gehen wir nochmal Reis kaufen. Bleiben hier in der Nähe. Es ist wirklich richtig schön warm, ja. Herrlich. Und eine dicke Katze. Hier, kommt ein Auto. Ich auch eine Katze. So, bin wieder raus. Ich war bei BIM und habe für 156 Teller eingekauft. Ja, vor allen Dingen Brot und sowas wieder. Und so Cracker zum Naschen. Ich muss ja immer wieder staunen, also wie die Leute hier zurechtkommen, ohne auch nur ein Wort Türkisch zu können, weil also an der Kasse stehen die Menschen und begrüßen sie. Merhaba, sagen sie, hoş geldin, sagen sie, also herzlich willkommen. Aber die verstehen nicht mal das, ja, also sie sagen dann Antworten in ihrer eigenen Sprache und ja, ich weiß nicht, also bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, man muss zumindest ein paar Grundsachen lernen, ja, wenn man hier lebt, aber das ist meine eigene Meinung, ich finde das einfach unhöflich, ne, man begrüßt herzlich und dann einfach und ja, nö, in der eigenen Sprache, so finde ich irgendwie, ja, weiß ich nicht. Wird in Deutschland ja auch verlangt, ne, dass jeder Deutsch lernt und finde ich auch nur gerecht, wenn es dann auch hier der Fall ist. Aber gut, muss jeder selber wissen. Gut. Mag ich nicht sowas. Zumindest Merhaba, hoş geldin, hoş bulduk, dass du das dann sagst, weißt du? Dass mal irgendeine Antwort gibt, versucht. Keine Ahnung. Und nicht in der eigenen Sprache antworten, ja? Also, hä? Ja, naja, was soll ich sagen, ne? Das, was hier passiert ist, dass die Leute dann, ich will jetzt diese Sprache nicht nennen, ne? Aber dass sie dann in dieser Sprache denen das sagen, ne? Um überhaupt eine Antwort oder auf die Frage zu bekommen, die gestellt werden. Ne? Naja. Gut, wir sind gleich wieder da. Und ja, es ist weiterhin sehr dunkel. Und es regnet nicht, die Sonne scheint. Das ist ja schon mal gut.
Hinter Hunden ist auch ein Hund. Der hatte auch ein schönes Haus, ein Holzhaus, so ganz groß. Süß. Was mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Eigentlich hatte ich ja vor, noch mal kurz runter zu gehen, aber da habe ich mich ja aus Angst gegen entschieden. Ich werde jetzt das Hähnchen abkochen. Wurzeln habe ich, Kartoffeln habe ich auch gekauft, kann ich noch mit reinschälen. Ein bisschen Hunger hätte ich, könnte meine Suppe essen und dabei meine türkische Serie weitergucken. Bambaşka Biri habe ich Nummer 12 in Arbeit. Gestern Abend habe ich 11 geguckt, da hatte ich aber schon die Hälfte von. Im Live-Fernsehen, weiß ich nicht, vor 3 Wochen oder 2 Wochen. Jetzt habe ich 12 in Arbeit. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ist eigentlich 13 schon raus. Ich weiß nicht, und dann soll ja auch irgendwie Finale sein oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Eigentlich ist auch der Stoff ausgelutscht. Ne? Das ist alles gesagt, alles gemacht irgendwie. Man wartet noch so auf das finale Ende, aber dann ist ja auch eigentlich alles durch. Zu warm. Wieder zu warm. Herrlich. Ja, ich wollte auch noch so einen Teppich gucken. Fällt mir gerade ein, weil da wieder sowas liegt, ne? Aber dafür müsste ich erstmal meine Wäsche abhängen. Und ich glaube, die ist noch nicht ganz trocken. Deswegen können wir auch morgen machen. Nicht so schlimm. Ja, ich habe jetzt gerade zu dem Thema Türkisch lernen, wenn man hier lebt, nochmal ein eigenes Video gedreht, weil das hat mich eben so aufgeregt. Ne? Aber gut. Das musste einmal raus. Hunde haben erstmal versucht, ordentlich an mir zu knabbern mit meinen Schuhen. Und jetzt liegen die beiden hier. Ja. Geregnet hat es nicht. Aber ich glaube, es hat zum Nachmittagsgebet gerufen. Was war denn das? Was war das? Hm? War wohl nicht gemütlich. Naja, aber ich gehe jetzt mal rein. Ich glaube, ich muss beten. Es müsste schon soweit sein. Und dann werde ich was essen. Und ja. Keine Ahnung. Finde ich einfach nicht gut, ja. Finde ich nicht gut. Wenn man zu LC Waikiki geht, wisst ihr, was an der Kasse passiert? Das ist ja eine Kette, so wie C&A hier. Es wird einmal auf Deutsch, auf Türkisch gesagt, dass eine Kasse frei ist und dann in der Sprache, in der Landessprache, die hier am meisten vertreten ist. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, ob ich das alles gut finden soll. Und ja, das ist einfach verkehrte Welt hier. Ja, das wäre ja so, als würde man in Deutschland Kasse frei erstmal auf Deutsch und dann auf Türkisch sagen. Habe ich noch nie gehört. Nicht mal auf Englisch wird das gesagt, sondern da hat man das zu verstehen, ja, wenn man da lebt. Das gilt für alle Nationen, ne? Nicht nur für eine bestimmte, für alle. Da können sich die Deutschen hier auch an die eigene Nase fassen. Das ist hier genau das Gleiche, ne? Wirklich. Finde ich nicht gut. Aber gut. Mal kurz noch gezeigt, was ich gekauft habe. Ist nichts Dolles, aber ja. Also, ich habe einmal 2 Brote geholt. So. Und Reis. Das Jufka-Brot wieder, das mache ich ja immer in den Ofen rein und esse das immer ganz gern in diesem Grill, so als Snack zwischendurch.
Und dann habe ich mal diese Sesamstangen geholt, die habe ich noch nie gehabt, also die nicht. Mal schauen, wie die schmecken. Ich habe manche geholt, das sind ja gefüllte, mit Hackfleisch gefüllte Nudeln, so Ravioli ähnlich. Die wird mit einer Knoblauchsoße gegessen. Mein Ketchup ist auch fast alle, deswegen durfte ein Ketchup mit und Kartoffeln habe ich gekauft. Und jetzt würde ich gerne einmal wieder das Hähnchen abkochen, weil ich habe nicht mehr viel vorrätig und das müssen wir jetzt einmal ändern. Ich habe noch ein bisschen Fleisch tatsächlich, nicht mehr so viel. Das kriegen sie dann heute Abend mit ihrem Futter zusammen. Jetzt müssen wir einmal den Topf waschen und dann werde ich das Hähnchen einmal aufsetzen. Ja, die beiden schlafen, beziehungsweise Bunche guckt jetzt schon ganz neugierig wieder durch die Tür. Ob es vielleicht doch noch was zu fressen gibt, vielleicht. Keine Ahnung. Aber Pascha schläft. Und ich werde jetzt mein Essen warm machen, weil es hat noch nicht zum Gebet gerufen. Es ist nämlich erst 2:50 Uhr. Ich dachte eigentlich, das wäre schon halb 4 oder so, aber es ist noch gar nicht. Noch relativ früh. Deswegen ja. Einmal das Hähnchen aufsetzen. Müll habe ich auch rausgebracht nach ein paar Tagen. Ne? Glaubt ihr das? Ich habe jetzt ein paar Tage keinen Müll rausgebracht. Und das, obwohl ich gepredigt habe, jeden Tag den Müll rauszubringen, weil sonst die Teufel in der Nacht kommen. Aber ehrlich, finde ich immer, der Müll ist genau da hinten bei den Bananenmännern. Und ja, ich gehe ungern dran vorbei, ne? Muss ich auch mal sagen, drücke ich mich immer vor. So, jetzt habe ich hier einmal das Hähnchen. Mal gucken, wie es riecht. Ich rieche immer vorsichtshalber. Bis zum 13. ist es ja haltbar. Ja, es riecht. Riecht in Ordnung. Ja. Sieht komisch aus, aber ich rieche lieber besser ist. Man weiß nie bei Hähnchen. So. Das einmal nochmal durchwaschen hier. Und dann werde ich das abkochen. Manchmal bin ich ja ein bisschen blind, aber 13.12. Ja. Gut. Dann einmal aufsetzen das Ganze. Hände waschen nochmal. Und den Deckel muss ich auch nochmal waschen. Wie gesagt, Hähnchen habe ich noch, aber kein Reis mehr. Und das Hähnchen muss ja eh gekocht werden, deswegen mache ich das einmal. So. Ui. Die Hände nass sind, dann kriegst du das immer nicht an hier. Gut, und dann wieder waschen. Immer ganz gut dabei, immer alles wieder schön sauber zu waschen. So. Gut.
Okay, dann war es das. Dann mache ich mir mein Essen noch mal warm. Werde das jetzt essen. Mann, die Tüte ist kaputt gegangen vom Brot. Das ist nicht gut. Ja, gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine Pause wieder. Ich koche das Essen, mache mir das Essen warm. Die Hunde liegen da platt wie eine Flunder auf meinem Platz. Ja, ich habe den Stuhl wieder rausgestellt, weil ich mich da hingesetzt habe. Wenn ich jetzt aber da esse, dann werden sie wieder ganz gierig. Also da essen ist nicht gut. Ja. Okay, ich mache mein Essen warm und dann ist es auch bestimmt schon wieder Nachmittag zum Beten, die Zeit.